In dieser Folge von Wir segeln. Es ist echt viel los. Aufnahme drücken. Weißt du darüber was? Zuletzt waren wir in dieser Bucht auf Ithaka zwischen lauter Superjachten. Nun sind wir hier. Wir sind jetzt aus unserer Ankerbucht geflüchtet, weil es einfach zu schwellig war und dann werde ich immer übellaunig. Und jetzt sind wir in Vati, also einfach nur zwei Buchten weiter. Es gibt eine Höhle in Laufweite. Da müssen wir hin. Wir haben es mal wieder geschafft und sind bei der Mittagshitze los. Während wir laufen, nehmt euch die Zeit, lasst uns einen Daumen hoch da und zeigt uns, dass ihr die Videos mögt. Wir planen schon die Pause, weil ich nicht mehr kann. Es ist viel zu warm. Also die Pause mit Kaffee. Wir saßen ja auch gerade. Immer wenn wir wandern, fluche ich und will weg. Weißt du darüber was? Meine Haare sollten auch mal so im Fahrtwind machen. Wir sind da. Wir sind angekommen. Vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass je mehr ich mecker und je mehr ich schwitze, umso besser ist es dann anzukommen. Der Feigenbaum kriegt Licht durch ein Loch in der Decke. Und? Konzentration. Aufnahme drücken, Aufnahme drücken, Aufnahme drücken, Aufnahme drücken. Tobi hat gegrinst, ich möchte gar nicht wissen, was er dazu denkt. Das ist in dem Bergdorf, was wir gleich nur bergab erreichen, was trotzdem immer ganz hoch liegt, wo es schön kühl ist, ein kleiner Wind weht und man unter schattigen Schirmchen, von Bäumen kacken die Vögel, unter schattigen Schirmchen sitzt und von meinem Bierglas das Wasser herunterperlt, so wie jetzt von meinem Gesicht. Kann man da einen Schnitt von der Schweißstirn auf das Bierglas machen? Nein, Schweißstirn. Halt still. Also Schweißstirn, Schnitt auf Bierglas. Und Saft. Von Ithaka wollen wir nach Lefkada. Wir sind nicht die Einzigen, die sich entschieden haben, Ithaka zu verlassen. Zumindest wenn man so guckt, dann meint man irgendwie, die Heuschrecken kommen, die Plage kommt, die... Es sieht aus, als würden alle flüchten. Und sie liefern sich auch schon hier in der Durchfahrt ein Rennen. Aber können wir vielleicht die wichtigen Sachen zuerst besprechen, die uns dann am Kurs hindern, ja, bevor wir kurz filmen? Okay, okay. Also Kamera weg und Blister gesetzt.
Wir versuchen wirklich das meiste hier noch an Segeltagen rauszuholen und haben wieder unser Blister gesetzt. Alles voll, alles voll. Wir machen 5,2 Knoten unter Blister, es ist super bequem. Wir werden einfach weiter segeln. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Genau, es geht zwar immer noch nach Lefkada, aber weiter in Norden. Wir sind unterwegs, der Blister steht und wir machen Strom, obwohl der Wassermacher läuft und der Autopilot sind die Batterien ganz voll. 100. Es ist echt viel los. Die Luke ein bisschen zu machen. Die Bucht ist voller Schiffe, aber dafür gibt es auch einen guten Grund. Man liegt hier gut geschützt und wir können unser Boot alleine lassen, ohne uns allzu viele Sorgen zu machen. Wir haben beschlossen, uns zu bewegen und laufen einmal um die Bucht. Also, Tobi hat eigentlich beschlossen, dass wir uns bewegen. Der einzige Haken ist, dass wir die Bucht nicht umrunden können. Aber erstmal los. Es gibt hier wirklich viele Schiffe. Leider liegen genauso viele unter Wasser wie über Wasser. Wir sind fast auf Höhe von Zora angekommen. Tobi schwimmt jetzt und kürzt quasi ab, dass wir nicht zurücklaufen müssen. Und es sieht ein bisschen eklig aus. Ich bin ganz froh, dass ich es nicht machen muss. Aber ich hoffe, er kommt auch bald zurück. Wir sind wieder zu Hause, wobei erstmal bin nur ich zu Hause. Tobi ist jetzt mit dem Kajak gekommen, hat mich abgeholt und jetzt paddelt er rüber auf die andere Seite, wo wir gestartet sind und holt das Dingy wieder ab. Wir haben es mal wieder geschafft und sind bei der Hitter... Oh. Mach den Nüschel zu. Mach dir nochmal ins Gesicht, damit ich ein letztes Mal dein Gesicht... Es ist wirklich, wenn man dich braucht, dann braucht man wirklich nichts Schlimmes mehr.
Und? Schon geliked? Unterstützt uns auf PayPal oder Patreon. Dafür kriegt ihr einmal im Monat ein Live-Update-Videos und auf Patreon könnt ihr unsere Videos ohne Werbung anschauen.